So, hallihallo, willkommen zurück zu Couch Gaming. Endlich die Mission 1 geschafft von, wie ich leider mal nachlesen musste, 7. Yay! Geiles Mann. Spiel, wir freuen uns! Und nein. Oh mein, immer mein. Ich hasse immer mit mir selber. Quatschst du oder zu viel? Ich quatsch zu viel, Mission. Ja. 2. 2. Jetzt, Sesam, öffne dich. Und damit willkommen im Spiel. Mission Nummer Duo. Du? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ist nicht so schlimm, ich bin wieder am Pad. Alles gut, alle Leute sind glücklich. Wenn der Ben am Pad ist, dann kann es ja nur gut laufen. Ne? Ah ja, genau, ich wollte ja dir noch was erzählen, ja? Ja, von dem. Was ich ja vorhab. Ich habe jetzt vor, niemanden zu töten. Sobald du einmal stirbst, töte ich alle. Nein! Das geht nicht. Das ist uncool. Das ist ja gar nicht cool, wenn du jetzt alle töten willst. So, nimm gleich mal ein Messer in die Hand. Ja, aber den Ton für uns können wir schon ein bisschen lauter machen. Oh, ich habe auf 20 Runden gedreht statt auf 5. Okay. Gut. 25 eigentlich. So, also wie gesagt, meine Mission ist heute niemanden zu töten. Harte Mission. Nein, das kannst du nicht machen, Mann. Doch. Das ist mein Plan. Dann wird's aber, da haben wir nicht mal eine Ingeborg. Stimmt. Das kann man nicht machen, das können wir unseren Zuschauern nicht antun. Weil sie so. Die sind alle Ingeborg-Fans. Also ohne Scheiß, wir machen demnächst noch Merch mit der Ingeborg drauf. Wo geht's denn lang? Alter. Immer zu Ingeborg. Dem Pfeil wieder zurück. Alter, ja, super. Den Pfeil entlang, ja. Hans, guck in die Ingeborg. Oh! Das geht schon gut los, ey. Da geht's nicht runter. Ich muss das einfach vorstellen, wie Hans in die Ingeborg guckt. Entschuldigung. Scheiße, ich werde jetzt niemanden töten hier. Den hätte ich normalerweise unter normalen Umständen getötet, aber sowas von getötet. Wie ich ihn getötet hätte. Okay, machen wir so einfach von Speicherpunkt zu Speicherpunkt niemanden töten und wenn du es geschafft hast, bis zum nächsten Autospeicherpunkt, das ist toll. Wenn du bis dahin stirbst, dann ist es aufgehoben, dass man tötet. Du oder was? Ja, ich natürlich. Ich meine, das wäre. Mann, ey. Also du dann auch, wenn du Lust auf Töten hast, als Rache oder so. Ich wollte mich jetzt hier echt so durchkämpfen, ne? Ja, das ist aber ein Widerspruch in sich, ne? Ja. Durchkämpfen. Ja. Nicht sterben, durchkämpfen. Ja. Kämpfen. Ja, hab's schon verstanden. Willst du mir nicht noch irgendwie was mitteilen kurz? Die Shisha schmeckt ganz gut bis jetzt. Schön. Absolut. Um euch auch eifersüchtig zu machen, später gibt's Pizza. Oh Mann, ich höre jetzt schon wieder die Leute. Ihr seid voll die Arschlöcher, voll Hunger! Oh, fick dich! Du hast nicht das Geringste gesehen. Ich habe bis jetzt immer noch keine Peilung, wo du hin musst. Einfach mal nach oben oder wie? Mhm. Immer schön im Dunkeln bleiben. Oh! Wow. Ganz schlecht. Ganz. Der bleibt dort stehen. Alter, er hat seine Nase ausgepustet, das ist ja eklig. Das sollte man lieber das Feuer auspusten. Geht schon wieder was los? So ein Durchfall oder was? Bald wieder Sand, ey. Das ist echt ganz schön krass, ohne hier jemanden töten zu wollen. Das ist voll den Sandverbrauch. Mhm. Der Oh! Du hast mich nicht gesehen. Nein! Nein! Töte! Wehr dich wenigstens! Ach komm! Ach komm, du kannst nicht einfach so Pazifist sein. Och, hast du ganz gerade aufgelegt gesehen. Das Spiel ja! Hat gesagt. Nein! Da war so dick, ohne Scheiß. So, das hat er ins Gesicht geschlagen, das Töten. Das ist Töten. Ich bin ein Pazifist, genau. Pazifist, ja. Der Pazifist tötet heute niemanden. Ich hab dir gesagt, bei meiner coolen Idee kommst du häufiger dran. Die Idee finde ich jetzt nicht so cool. Warum? Ich weiß nicht, das ist Ingeborg-feindlich. Das ist ja fast rassistisch. Oh mein Gott. Ich muss Leute töten, sonst bin ich Rassist. Ja.
Auf jeden Fall. So werden heutzutage Mörder erzogen. Wie? Reden die jetzt? Kann ich schon loslaufen, bevor die reden, oder? Weiß ich nicht. Lauf halt einfach mal. Hopp, 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 hopp. Warum hält er sich bei dir fest, ja? Bei mir macht das niemand, was soll. Der schläft, wirst du noch mal so? Ja, niemand. Krasser Typ, Alter. Wer denn ich jetzt? Ja, du, Alter. Wie du einfach mal an dem vorbeispazierst. Ja, hier macht auch einer auf Pazifist. Du die ganze Zeit so wie, du musst töten. Ja, aber ich wollte, das wäre viel zu viel Stress jetzt für mich. Die Grafikfehler stressen mich gerade schon genug. Was für Grafikfehler? Hast du nicht gerade gesehen? Ja. Na dann. Ohne Scheiß, bringt mir so ein Agent 47 durch Wendeblick. Warum denn? Warum nicht? Da ist ein Pilz gewesen. Ah, da ist ein Pilz. Nein, Mick, nein! Kriegst du keine Rose von mir. Von dir hätte ich aber nie eine Rose gewollt. Anscheinend will niemand von mir Rosen. So böse wollte ich immer zu dir sein. Ja, aber... aber wenn du selber zu mir böse bist, du kennst diesen Sog... der... Minderwertigkeit. Genau. Komplexe. Überall. Okay, Schluss damit jetzt. Wir wollen ja hier keine Trauerveranstaltung hier draus machen. Eher eine Mörderveranstaltung, wie du gerade mal wieder bewiesen hast. Jetzt! Los! Schnell! War das nicht der, wo vorhin gesagt hat, es geht schon wieder los? Wer? Der. Ja, genau. Oh, here we go again. Alter. Der Sprung war echt ganz witzig. Fällt er runter? Denkst du, ich könnte dich jetzt Ingeborgen? Ich denke, du könntest ihn einfach liegen lassen. Aber ich will Ingeborgen. Ja, dann Ingeborg ihn halt. Ja, bitte. Was haben wir eigentlich für neue coole Skills? Warum rennst du jetzt noch weiter hoch? Weil ich hier Ingeborgen will. Da runter Ingeborg, dann kommen andere. Mitmäßig. Ja, das stimmt auch wieder. Das wäre so Standard. Ja. So Mick macht eine Ingeborg, schmeißt einen Typen runter, lockt die ganze Mannschaft an und alle wollen mit ihrem Bier trinken gehen. Alles cool. Ah. Ich hab mich schon gefreut. Ja. Ach Mann. Ich hab's kommen sehen irgendwie. Das war zu rutschig. Ich würde mal das Schlüsselloch. Aber ich schließe erstmal kurz auf. Kann ich mir schon ganz schnell die Tür aufmachen. Um deine Kumpels rauszulassen, oder was? Nee. Aha. Homo Nummer 1. Aha. Wo war Homo Nummer 2? Halt, scheiß verkacktes Dreieck! Mechanismus. Ja, du musst den Mechanismus drücken. Ey, eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben weder diese Scheiße durchgelesen, noch die Map angeguckt, ich bin mir nicht sicher, ob das noch das Artefakt angeguckt. Ja, aber warte, ich darf doch mal kurz den töten, weil ich habe keine Ahnung, ob das pausiert, wenn ich da in dem... Das pausiert. Sicher? Ja, pausier. Okay. Die reden aber weiter. Guck mal, der läuft. Ne, okay. Gelange über den Viadukt. Viadukt, kennst du nicht, was es ist? Ich hab das I jetzt. Ein Viadukt ist eine Bezeichnung. Ich kenne eine Brücke ein Viadukt. Mit. Ja, ich weiß, was ein Viadukt ist. Dankeschön. Ich konnte jetzt das nicht lesen, ja. Du hast eine Brille auf. Ja, aber die ist zu schwach. Kommt eine neue. Ja, hab ich vor. Mach. Oh, gut. Hätte man das auch geklärt. Ja, lest mal weiter. Findet die versteckt. Schneller lesen. Also findet schneller und lauter vorlesen. Finde die Verstecke der Schmuggler. Ist das Nebenziel. Sesam, öffne dich. Du hast die Baupläne und brauchst nun den Schlüssel, um Zutritt zum Baum zu bekommen. Der alte Barimen versteckt ihn in seinen Gemächern. Um dorthin zu gelangen, bleibt dir nichts anderes übrig, als sich in einer der Kisten zu verstecken, die von den Docks zu seinen Gemächern geliefert werden sollen. Der schnellste und sicherste Weg dorthin. Darf ich mal schlucken zwischendurch? Danke. Wo war ich jetzt? Der schnellste Weg dorthin führt über den Viadukt? Heißt das nicht das Viadukt? Ich war schlucken. Ja, wenn du Schmuck im Mund hast, musst du sie runterschlucken oder sagst du hier? Ja, nee, aber du kannst es mal runtertun, Mann. Hier. Da, hier, das, oh. Da, runtertun. Hoppla. Nein, ich meine, ich rede von den
Ach so, das auch. Ja. Oh Mann, ey. Das kannst du nicht mal in Ruhe lesen hier. Aber hier, komm, lies doch mal. Der schnellste und sicherste Weg dorthin führt über den Viadukt. Warum den? Heißt das nicht eigentlich das Viadukt? Egal. Ja, Sobald du in Barimens Gemächern bist, kannst du deinen Fähigkeiten freien Lauf lassen. Das heißt. Ja, du willst niemanden töten. Guck mal, das Spiel sagt das sogar: Töte! Ja, du bist sowieso. Kann vorhin hat Arsch das. Lautlos und schnell wirst du den alten Mann das Fürchten lernen. So. Sehr ekelhaft. Artefakt. Glocke, ganz easy. Glockenwurm, alles klar. Okay. Warte mal, da Statue. Statue, irgendwas. Wenn es nach links zeigt, dann ist X. Wenn es nach rechts zeigt, ist nix X. Artefakt, Zone, Docks. Ey, guck mal, da steht sogar, wir sind ja behindert, ey. Aktuelle Zone, Viadukt, Artefakt, Zone, Docks. Ah! Und wir suchen in der anderen. Ey, ohne. Wir werden jedes Mal schlauer. Sei es mit dem Filmschnitt, sei es mit dem Ton, sei es mit. Ja, bisher hat sie ja immer nur dich betroffen, ja. Das trifft eigentlich immer nur mich. Nein, also, das speichern nicht und das Artefaktion auch nicht. Egal, jetzt gucken wir mal zu den Fähigkeiten, was wir das letzte Mal gekauft haben, weil das weiß ich nämlich nicht mehr. Heimlichkeit mit. Nee, warte, da haben wir nichts Heimlichkeit, mehr gemacht. Das war das. Gewandtheit, das heißt, wir können jetzt. Besser parieren und. Rollen, also wir können besser wegrollen. Das habe ich schon gemerkt. Und wir können. Besser parieren, genau. Genau, jetzt gehen wir mal auf die Mörder. Du warst schon viel schneller auf Töten, ja. Das war, weil ich so gut bin. Und Mördern können wir jetzt. Von oben springen, ja, geil. Springen! Okay, ja, cool. Nicht niemand hier. Jetzt, du bist erstmal gefragt hier, Kollege. Die kommen nämlich gerade von allen Seiten und wollen dich töten. Nein, der von hinten kommt nicht, aber den mache ich jetzt ein bisschen hier. Oh. Alter, das Geile ist halt, dass genau vor dir auch einer steht. Hier wird nothing, hat er gehört? Der hämmert da hinter mir nur. Ja. Es wäre halt scheiße, wenn du da jemanden tötest, weil der merkt es. Ich muss eigentlich nur zum Mechanismus. Jetzt laufe ich ganz. Oh. Mach dich halt unsichtbar und lauf durch. Alter, ohne Scheiß. Wie denn nochmal? L2 und Viereck. Und jetzt los! Alter, Scheiße. Ich kann ja eigentlich. Der hat da was. Fuck! Töten! Loslassen! Ja, nee, ich kann viel besser parieren. Lass mich parieren. Ja, ich seh's. Oh, bist ein Held. Boah! Töten! Nach dem zweiten Mal schon. Achtung. Und jetzt geht's weiter. Oh. Ah, fuck. Und jetzt. Du, dein Schwein, du bist gleich tot. Oh, also ja, ich kann aber nichts. Fuck! Aber das. Ich hab auch ein bisschen ich bin ins Button-Mashing verfallen. Ja, das hat man gesehen. Ich hab mein Epileppi bekommen. Hast du eigentlich Mr. Uhr? Ja, wir haben. Ne, ich meine, hast du vorher. Ja, wir haben bei ungefähr 40 angefangen. Glaube ich. So alt bin ich auch wieder nicht. Ich könnte ja auch was sagen, aber. Ich warte die ganze Zeit Stille. Einfach nur still. Ich hab gedacht, okay, entweder das ist die Zeit, bis es ankommt. Nee. Das kam schon direkt an, aber ich musste erstmal auspusten und dann habe ich mir überlegt, ob ich das jetzt sag oder ob ich es jetzt lasse. Meistens muss ich erstmal schlucken, Mann. Du hältst jetzt deine Schnauze. Das hast du ja absolut von mir abgeguckt. Muss ich aber sowas von sagen. Was ist das einfach? Clipper? Nee, das ist Baum. Ah. Das ist Baum. Das? Baum. Das ist Baum. Das ist Treppe. Das ist Typ. Typ laufen weg, Arschloch. Ich kann schon leider hochspringen, Mann. Rechts. Jetzt hat er das Töten für sich entdeckt, ja? Einmal ein bisschen kurz auf Pazifist machen, große Töne spucken. Jetzt habe ich ihn laut getötet. Was hat denn der am Gürtel hängen? Nee, das leuchtet. Ja, ich kann es aber nicht nehmen. Nee. Da liegt Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn erstmal. Guck mal, der hat voll. Ich glaube, das sind seine. Das sind seine Fläschchen. Seine Fläschchen. Lass ihm seine Fläschchen das haben. Bestimmt, ja. Den muss aber auch bitte Ingeborgen. Das ist Ingeborg. Also ich meine, der heißt ja schon so. Weil meinst du, der heißt Ingeborg? Vor allem, weil er vorhin schön zu mir gesagt hat, es geht schon wieder los. Das war ja, der wollte. Das Ingeborgen geht schon wieder los. Ja, genau, eben das. Wir haben es ein bisschen in den letzten Folgen vernachlässigt. Entschuldigung dafür übrigens. Wir waren mit anderen Dingen beschäftigt, die Mission 1 zu schaffen zum Beispiel. Sachen rauszupiepen. Der Piepstone ist übrigens sehr laut. Wo ist raus? Giltet es schon? Giltet? Ja, lass mich doch. Gilded Lotus. Ach, halt's Maul. Das
werden sich die Magic-Spiele angesprochen fühlen. Übrigens habe ich mir gestern oder heute... Verrat halt noch mehr, dass wir Ultra-Nerds sind. Habe ich mir gestern oder heute überlegt, ob ich mal wieder... Zum Magic-Treff gehst? Ja, aber ich werde meine Decks eh nicht umbauen, aber mal einfach so hingehen. Einfach die Ruf. Meinen pompösen Bart zur Schau stellen. Die kennen mich ja noch als... Stimmt, als die kenne ich noch als unbehaarten kleinen Bubi. Genau. Um ehrlich zu sein, geht der Typ mir hier schon wieder tierisch auf die Eier. Du weißt doch, da dort gibt es. Das ist mir doch Bums. Pazifist. Ich hab's auch geschafft, gell? Das mit dem Parieren und das. Ja, so machen das die modernen Meuchler. Ein bisschen Ingeborg? Ja, natürlich. Ja, ohne, weißt, ich fang an mit Töten und jetzt kriegst du auch wieder einen Tötflash und machst alles besser. Das ist, Entschuldigung. Jetzt muss ich mal der Grampe Edi raushängen. Hashtag. Dafür kann ich das. Hashtag Eddie. Finde ich übrigens echt geil, dass der Stefan Raab dieses Hashtag so arg verarscht. Ich weiß nicht, ob du TV Total ab und zu mal guckst, aber ich der. Ich schaue kein Fernsehen, aber. Aber der macht sich darüber so lustig. Über Hashtag. Ja, der benutzt halt dauernd, wenn der irgendwelche seine berühmten geilen Videos einspielt, da benutzt er das Hashtag voll oft. Also welches sagt er dann halt immer... Hashtag. Ja, der sagt dann halt immer irgendeinen dummen Spruch mit Hashtag. Finde ich voll witzig. Wusstest du, dass von Rocket Beans das Moin Moin Hashtag eigentlich der Morgenpost gehört hat? Ja, was? Also was Mopo. Also das Hashtag Moin Moin, wo man mit denen morgens kommunizieren kann bei der Moin Moin Show, falls dir was sagt, 10.30 Uhr auf Rocket Beans TV. Sagt mir gerade nichts, weil ich Rocket Beans TV nicht so oft zum Gucken komme wie du. Ja, auf jeden Fall, in den Hashtag Moin Moin, mit denen kann man dann morgen schreiben oder halt die... Scheiße. Bei der Moin Moin Show sozusagen und das Hashtag hatte ursprünglich eigentlich der Mopo gehört, also Morgenpost, so wie ich rausgefunden habe. Und gerade mal, wer es gerichtet hat, weil die hätten es dann irgendwie verboten oder was auch immer. Alter, jetzt hat Fackel wieder angemacht, so ein Arsch. Und dann ist der Eduard Laser, kein Witz, der Eduard Laser himself ist zu der Mopo gegangen und hat das Hashtag aus dem Keller befreit. No. Unter den Tisch, hätte ich jetzt gesagt. Oh. Ja, würde ich auch sagen, shit. Oh fuck, jetzt sind sie geil auf dich. Sind die geil auf mich? Ja. Oh Gott, ich bin so geil für die. Aber weißt du was? Ja, genau. Ich gehe der Konfrontation nämlich aus dem Weg. Du bist jetzt wieder ganz da, wo wir vorhin waren. Ja und? Ich bin aber safe. Sagt die Musik aber was anderes. Hör doch auf, mich zu Eddie. Habt ihr eigentlich schon rausgefunden, dass seine ideale Shisha-Halterung perfekt ist? Weißt du was? Ah, fuck, der läuft zurück. Weißt du was? Ich weiß alles. Hey, das ist ein Ingeborg 2! Ja, aber der will nicht gegen Ingeborg. Oh Mann. Ah ja. Ey, das ist übrigens ein richtig geiler Move, muss ich sagen. Ganz am Anfang habe ich gedacht, braucht man eh nicht. Aber 40. Wir haben es übrigens noch nicht geschafft, jetzt unseren neuen Move von oben zu testen. Ja, ich weiß. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal den alten Move, nämlich dunkel. Nö. Dunkel ist ein cooler Move. Stehe ich drauf. Eine meiner Lieblingsfarben. Dunkel? Man sieht es an deinem Bart, er ist auch dunkel. Gleich nach Rot, zwecks Sofa und Kopf. Achso, ich habe eher gedacht an Redheads. Oh ja. Also alle Redheads, ja. Von der heißen Schule. Aber nur von der heißen Redhead-Schule. Meldet euch. Gibt nämlich nur so. Ja, ich kenne da noch, mir fällt da gerade ein ganz spezieller Redhead dazu ein. Oh, den könnte ich mal kurz einspielen. Warte, bleib mal kurz stehen, dass ich den Redhead einspielen kann. Was? Oh, das hab ich nicht gesehen, Alter. Geht's da weiter? Krasser Scheiß. Also dafür, dass ich eigentlich niemanden töten wollte, ja. Du hast, weißt du, ohne Mist, das war eigentlich nur für dich. Das war nur für dich, damit du ich schnell durchrushen kannst. Nee, damit du häufiger... Ja, scheiß drauf, das sind sie. Was, das wird... Dafür, dass du halt häufiger drankommst. Ja, aber weil es halt einfach schwieriger ist, ungesehen durchzukommen. Ja, aber dass du, selbst wenn du entdeckt wirst, ich hätte
akzeptiert, wenn sogar das Spiel dir dick den Button zeigt mit Töten. Nein. In sogar einer hell erleuchteten Farbe. Ich wollte meiner Linie treu bleiben. Ah, Mechanismus. Aktivieren. Deine Linie. Aha. Sehe, wie treu du deiner Linie bist. Autospeichern. Das wieder töten. Nee, jetzt darf ich nicht mehr töten. Ach komm. Doch, das mache ich jetzt. Jetzt wird nicht mehr getötet. Obwohl es wirklich für der erste Versuch, meinst du, oder was? Ja. Ah, von mir aus. Macht vielleicht ein bisschen. Dann kommst du nämlich. Komm ich nämlich. Ja, ich. Dann kommst du endlich mal wieder dran. Ich will ja nicht sagen, dass ich schlecht spiele, aber das Spiel. Was? Ich habe nichts gesagt. Aber das Spiel zwingt mich zu meiner Spielweise, weil es mir ein bisschen. Noch Sexmission. Sexmission? Sex. Wo denn? Der hat mich nicht gesehen! Warum? Ach komm, jetzt hau drauf, Mann! Ja, komm, wie geil ist das? Oh. Was? Warum machen die sowas? Weil sie dich. Das war es gar nicht mal so. Nein! Oh. Alter, wie viel? Alter, was ist denn hier los? Rennen, springen, Alter, nicht runter! Ich wollte zum Baum. Hab ich gesehen? Ich habe niemanden getötet. Da war einer. Und wir waren bei Sexmission. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Im Gegensatz zu so Spielen wie The Witcher und sowas, wo es solche. Das ist mir als erstes auch eingefallen, kein Witz, ich wollte gerade sagen, so, Witcher. Wo es so Szenen gibt, kann ich in dem Spiel gerne darauf verzichten. Willst du echt den kleinen Glibber-Gnom sehen, wie er zum Beispiel die Mutter von vorhin eingeblendet wird? Die Mutter von Hector. Nein, ja, oder das. Deswegen mag mich deine Mutter so. Oh, so, Mann. Mister. Ja, also. Mir gefällt der untere Weg irgendwie jetzt mal kurz. Genau, weil da so wenig Leute waren. Ja. Und so wenig Licht. Ah, scheiße, da waren ja voll viele, gell? Ja. Oh Mann, mein Gedächtnis. Orientierungssinn wie ein orientierungsloser Bär ohne Orientierungssinn. Das. Habe ich dir überhaupt schon erzählt, dass ich heute. Nee, wann war's? Gestern oder vorgestern bin ich bei mir auf Arbeit ans Telefon gegangen und habe mich folgendermaßen gemeldet. Tiger. Captain aller Captains. Das war so geil. Die am Telefon, die wusste gar nicht mehr, was sie sagen wollte. Die war so raus, ja. Oh. Oh nein! Fuck, ich wollte. Das, genau das wollte sie tun. Ich muss sagen, du hast ja bloß die halbe Belegschaft aufgeweckt, indem du so einen Arschloch darunter geschmissen hast, ja. Aber mein cooler Mission Impossible Sprung, der war ja aber Weltklasse, oder? Nein, Kakerlöse! Kakerlaus! Ach komm, ich hasse lauter Mann, das geht doch mal gar nicht. Beep. I've already been through there. Huh? Now I'm talking shit. Now my ears are ringing. This headache just keeps getting worse. Warum ist die eine Kakerlaus cooler als die andere Kakerlaus? Ich glaube, die will dich bumsen. Oh, scheiße, Alter, du bist sowas von am Arsch. Alter, ohne Scheiße. Du läufst gerade so, dass sie genau an dir vorbeiläuft. Weißt du es? Ich hab Angst. Oh, lauf weiter geradeaus. Wie du dich nicht traust, nach hinten zu gucken. Ich. Das Geräusch wird halt immer lauter, ne? Kann nichts tun, Mann! Doch. Wenn ich nach hinten. Ich kann schlecht nach hinten gucken, Mann. Du kannst nicht schlecht nach hinten. Wenn ich jetzt lauf, guck. Ja, lauf weiter, ist okay, spiel und, weiter. Und dreht ja, das, dann ja? Läuft der nämlich in die Richtung, wo ich guck, du. Soll ich dir mal kurz was zeigen? Was, nur ganz kurz, ja. Pass auf, ja, ich lauf jetzt in die Richtung. Hm, so scheiße. Echt, was? Wie? Man kann beide Sticks gleichzeitig drehen. Das ist doch geil, oder? Ja, hab ich doch auch grad gemacht, du. Boah! Scheiße, ist das geil. Oh, ich fühle mich gerade richtig geil, weil ich zwei Sticks gleichzeitig bewegt habe. Ich hätte da schon die Kamera eingestellt, aber. Das sind übrigens wenig Wachen, ne? Absolut wenig. Ich gehe lieber mal zu meinen Kakerlösen. Bei denen kannst du ruhig schneller vorbeischleichen, die hören dich nicht so gut.
Geh da einfach mal hoch, okay. Ah, das ist gut. Da steht nämlich schon zu den Docks. Schnell! Wenn das so ist wie Ektor. Ich glaube, du bist jetzt wieder bei den Kakerläusen. Nein, hä? Guck mal nach unten. Nee. Oder? Doch, das ist die Treppe, wo du herkommst, oder? Scheiße, wie komme ich da hoch? Ich muss ja noch eins hoch, oder? Ja. So, shit. Dann springen wir mal darüber, hä? Oder auch nicht. Oder wir lassen es einfach. Laufen nochmal hoch. Lassen uns dabei sehen. Nein, das ist aber scheiße. Ich muss ja noch weiter hoch machen. Da kommt's. Alter! Ich sag's doch, wir lassen uns dabei sehen. Kletter doch hoch! Ja, ich bin doch weg, Mann. Ja, genau. Spring runter zu den Kakerläusen. Das ist ein super Plan. Nee, kann ich. Fuck you. Spring einfach! Ich will auch nur gerade. Ah! Jetzt bist du drin. Und jetzt bist du draußen. Ich war gerade. Warum ist denn. Ja, ich wollte Kreis suchen. Ich hab die Kugeltaschstück gesucht, damit du ich auch Kreis laufen. Ich bin. Ach so. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe dich. Ja. Viele wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe dich. Grob gesagt, meine Hände haben nicht das getan, was ich gern hätte. Eigentlich haben deine Hände genau das getan, was dein Gehirn ihnen gesagt hat. Das war ungefähr so. Also mein Gehirn hat gerade Knoten gedacht, ja. Warum haben wir eigentlich wieder nicht gespeichert nach diesen scheiß Kakerläusen? Jetzt muss ich da auch vorbei. Das war bestimmt auch das Speichern. Bestimmt. Ah, Mann! Warum? Kakerlaus! Warum sagst du auch nicht irgendwas mit Speichern? Kakerlaus. Guck mal, mein Mission Impossible Sprung, der war jetzt voll für den Arsch. Ja? Spring da mal rüber. Nein, ich mach die jetzt hier alle kaputt. Ja, jetzt darfst du wieder kaputt machen. Ja? Mann. Müssen wir langsam einen Cut machen. Kakerlaus tut, was eine Kakerlaus tut. Das sieht er gar nicht. Oh, scheiße, er sieht's. Sag mal, tot. Okay. Hey! Ja, jetzt halt. Jetzt machen wir Mission Impossible Sprung. No! Mission Impossible! I've already been through there. Ja, super scheiße. Das war zu laut. Ja, häng dich rum. Warum hängt er sich nicht hin, dieses verkackte kleine Fix-Kumpelvieh? Mann, ey. Was ist eine Scheiße? Wir spielen genauso schnell wie immer. Ja, ohne Mist, ey. Sticks, kein Foto von mir. Wir können übrigens einen Cut machen. Können wir? Ja, es ist schon 9 nach. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde. Mann, ey, aber ich mir noch nichts erreicht. Doch, wir haben einen Autospeicher. Ich mach mal einen Mission Impossible Sprung. Geh durch. Durch die Läuse. Und dann speicherst du und dann sagst du, alles cool, wir sind... Wir sind hier, hat keiner bemerkt. Ja. Wir schneiden einfach den ganzen anderen Bullshit raus, ja, und dann sieht es so aus, als würden wir das alles mit einem Mal schaffen. Das ist der Plan, oder? Merkt gar keiner. So machen das die anderen bestimmt auch nicht so tun, als würden sie das mal kurz in einem Zug durchspielen. Wahrscheinlich. Jetzt mal ohne Mist. Ich muss sagen, das Spiel, das ist gar nicht so einfach. Wenn man jetzt mal unsere ganzen Fehlschläge zusammenrechnet, dann ist das schon ja, richtig schwierig. Ja, schnauze da, hier. Bam. Mission Impossible! I've already been through there. Wow, Mick! Ey, ich bin Mr. Leis. Unter den Leuten. Alter, die eine macht mich ein bisschen fertig. Lauf. Los, hinterher, der Kakerlaus. Na, nicht so schnell. Ja, ich bin dann nicht so schnell, Mann. Kakerlaus, lauf da. Aber warum sind da so viele Kakerläuse? Weiß nicht, sind die anderen irgendwie kein Kammerjäger? Ich glaube einfach... Jetzt habe ich eine geile Theorie, ja? Pass mal auf. Was war denn, bis er weg ist? Welche Theorie? Eine geile Theorie. Die Leute da, die saufen sich doch die ganze Zeit mit dem Goldharz dicht, ja? Ja, wenn sie zu dicht dann sind, kotzen sie rum und sind halt kaputt im Kopf und keine Ahnung, ganz voll süchtig nach dem Scheiß. Und irgendwann mutieren sie zu einer Kakerlaus. Nein! Oder? Sondern? Die haben Läuse. Cool. Und haben dann halt Goldharz in ihren Venen. Mhm. Und dann werden die Läuse irgendwann so groß, dass die Leute sterben und kaputt gehen und dann kommt dann so eine riesen Kakerlaus auf einmal aus deren Körper raus. So klingt, alienmäßig. Jetzt speicher. Alter, speicher dann einfach. Ach so, ja, alles cool, Mann, hier. Meine Nerven, ey. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was? Jetzt schon? Ja! Ach so, ciao. Ciao. Das war eine sehr unterhaltsame Folge, muss ich sagen. Ja, wir haben... Ich hoffe, du hast das... Lass das bitte...
Ha 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 ha